Urs, mit welchen Ambitionen startet ihr mit der deutschen Mannschaft hier beim Weltcup dann in München? Ja, also es ist sehr schwierig abzuschätzen. Ist jetzt der fünfte Weltcup von insgesamt sechs. Wir kommen natürlich mit einer großen Mannschaft. International ist es diese Saison extrem schwer. Es ist die Olympia-Vorbereitungssaison, also respektive das Qualifikationsjahr. Und ja, die anderen Nationen sind sehr stark unterwegs und ja, versuchen natürlich unser Bestes zu geben. Mit wie vielen Athleten werdet ihr denn kommen? Wie viele Deutsche werden hier an den Start gehen und versuchen sich zu qualifizieren? Also es geben 9 Damen und mit 10 Herren gehen wir an den Start. Ja. Und davon hoffen wir, dass wir ein paar ins Halbfinale und dann hoffentlich auch ins Finale bringen. Welche Bedeutung hat generell dieser Heimweltcup in München, der eigentlich immer am Ende der Saison war? Es war, das, man hat mal gesagt, das große Finale. Jetzt im Mai ist ein bisschen früh im Jahr. Ja, es hängt natürlich eben zusammen auch mit dieser Olympia-Qualifikation, dass man versucht hat, alle Boulder-Weltcups zusammenzubringen, dass die anfangs des Jahres sind, oder sozusagen der ersten Saisonhälfte, dass man die alle durch hat und dann nachher mit dem Lead-Training beginnen kann. Ja, aber natürlich, also egal wann der Weltcup in München stattfindet, das wird so oder so ein Highlight. Du hast schon angesprochen, es ist die vorolympische Saison. Welchen Ausschlag hat jetzt schon vielleicht dieser Weltcup generell diese Saison auf dann eben Olympia? Eben, das ist die Qualifikation. Also diejenigen, die sich jetzt, also die überhaupt nach Olympia wollen, müssen sich dieses Jahr qualifizieren. Das heißt, das Rennen ist lanciert, das sind alle Nationen am Start, alle haben sich extrem gut vorbereitet diesen Winter. Und es sind nur 20 Plätze zu ergattern und eben die Spannung ist hoch und das merkt man überall. Dann danke und viel Erfolg für München.